Leute, das, ja, wie ihr den Titel bestimmt gelesen habt, ist meine Roomtour. Denn ich habe auf Ask.fm gefragt, ob ihr eventuell Interesse habt, mein Zimmer zu sehen. Alles im Großen und Ganzen einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch bestimmt cool. Und das drehe ich dann heute mal für euch. Wenn ihr euch fragt, wieso ich ein bisschen komisch rede oder meine Nase ein bisschen zu ist, ja, ich bin ein wenig erkältet und es ist halt November. Ja, ich habe mich nicht so warm angezogen, also zieht euch warm an. Und ich habe mein Zimmer aufgeräumt, soweit man es aufgeräumt nennen kann, weil unser Haus ist halt neu gebaut und wir sind noch nicht ganz fertig mit allem. Vor allem nicht mit den Lampen, aber das werdet ihr später sehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hinterlasst mir Kommentare, Fragen. Ich habe super viel Spaß, euch die zu beantworten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also von der Treppe aus, Treppenhaus, wenn man nach links geht, kommt man direkt in mein Zimmer. Und dann sind wir zuerst in meinem Wohnzimmer. Also in meinem Wohnzimmer hat man drei verschiedene Möglichkeiten, wo man hingeht. Erstens, oder A, in mein Badezimmer. Da gehen wir dann nach links. In mein Schlafzimmer, da gehen wir geradeaus. Oder in meine Terrasse, da gehen wir nach rechts. Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Badezimmer. Und das ist mein Badezimmer. Hier ist meine Dusche. Und hier habe ich einmal diesen Duschdingsbums. Und da oben so eine, ich weiß nicht, nennt man das Regendusche? Ja, glaube ich, ist das Regendusche. Und hier ist so eine Art Glas, nicht Glas, ist einfach eine Vitrine. Hier oben habe ich mein Parfum. Da ich benutze nicht wirklich so viel Parfum, eigentlich nur meistens, wenn ich ausgehe. Oder halt so ein Body Spray, kennt ihr bestimmt von Victoria's Secret. Und hier unten ist mein Nagellack. Ich habe nicht so viel Nagellack, weil ich meistens nur rot, schwarz oder grau meine Nägel lackiere. Meistens. Und dann habe ich dann mein Nagelzeugs, also Feilen, Pflege für die Nägel halt. Und unten einfach Bodylotion, Handcreme, Gesichtscreme und so. Ja, hier ist mein Waschbecken. Und hier sind meine Bürsten, hier sind meine Pinsel und hier sind noch alles andere Zeug. Und meine Kontaktlinsen-Solutions dürfen nicht fehlen, weil ich bin ja eine Brillenträgerin. Wenn ihr mein erstes Video gesehen habt, dann wisst ihr das. In der ersten Schublade, die will ich jetzt nicht öffnen, weil die sind komplett chaotisch, da werdet ihr nicht sehen. Da sind mein Lippenstift drin, mein Haarlockenstab, mein Haarglätteisen, auch wenn ich es nicht benutze. Unten sind auch nur Handtücher und ein Föhn, also nicht ganz so interessant. Und jetzt zeige ich euch mein Wohnzimmer. Wo fangen wir an? Am besten hier. Also das ist mein Schreibtisch, der ist von Ikea. Also ja, hier lerne ich meistens oder bearbeite Videos, aber ich bearbeite Videos auch im Bett. Oder ich lerne auch im Bett. Und alle, die auch im Bett lernen, die liken bitte das Video. Ja. Hier sind Fotos. Hier ist zum Beispiel meine beste Freundin. Die ist jetzt gerade in England. Hier ist mein Freund. Hier ist noch eine Freundin. Und das hier sind ganz schreckliche Fotos, als ich irgendwie 13 war oder so. Und hier ist noch eine Freundin von mir. Und ich bin früher eine schreckliche Vogue-Süchterin, Leserin gewesen. Also ich hatte so viele Vogues. Als ich immer am Flughafen war oder meine Eltern am Flughafen waren, die haben mir immer Vogues mitgebracht. Und hier habe ich meine Sonnenbrillen und Uhren. Und hier sind noch Filme und Bücher und Lernzeug und das ist alles sehr chaotisch hier. Und wie ihr wisst oder wie ihr es seht, ich habe noch keine Lampen. Ich weiß nicht, was für Lampen ich in meinem Zimmer habe, in meinem Zimmer machen soll. Keine Ahnung für Bad, keine Ahnung für Schlafzimmer, keine Ahnung für Wohnzimmer. Und irgendwie ist das, komm, das ist schon Creative Art, oder? Das ist doch ein Kunstwerk. Und das ist mein Sofa. Kann man sich draufsetzen. Kann es auch rausziehen und dann ist es größer. Und das ist so ein kuscheliger Teppich. Der ist so schön weich. Der ist von Ikea. Das hier ist ein Skateboard. Das ist ein Ausruf, liebe Clara. Es steht hier immer noch seit dem Miley Cyrus Konzert. Also ich würde dich bitten, es irgendwann mal abzuholen. Das war die Nachricht. Und ich habe auch eine Frage auf Ask.fm bekommen, woher ich meine Tapete habe. Die habe ich, glaube ich, bei Amazon bestellt. Und ich weiß nicht genau, ob ich sie nochmal finde. Wenn ich sie finde,
schreibe ich es in die Infobox. Und wenn nicht, dann gebt ihr einfach Graffiti-Tapeten an bei Amazon und dann sollten eigentlich so eine Art welche euch auch gucken. So, komm, das war's leider. Viele von euch kennen bestimmt diesen Spiegel. Bestimmt von Instagram und Snapchat. Da mache ich meistens so meine Fotos oder Selfies auch davor. Ja, so ein Spiegel halt, ne? Hier ist auch wieder ein Fotorahmen mit meiner besten Freundin. Hier warten wir auf das Miley Cyrus Konzert, also wir haben davor gewartet, bevor man rein durfte. Hier hatten wir so eine Art Fotoshooting, wir hatten Twinsies, also beide selber Outfit. Und das war unser Tanzabschlussball. Das waren einfach so schöne Erinnerungen. Und jetzt kommen wir in mein Schlafzimmer. Also das hier ist mein Bett. Und ich liebe Kissen. Also ich weiß nicht, ich liebe das auch, wenn ich mir so YouTube-Videos von Amerikanern, von amerikanischen Mädchen anschaue, die so viele Kissen haben. Und ich liebe einfach Kissen. Und über meinem Bett ist so eine Art Fotokollage. Also ich habe mir das überlegt, weil ich finde einfach, wenn man zu viele Fotos einfach auf die Wand klebt, sieht es irgendwann zu voll aus. Und deswegen habe ich einfach ein paar Fotos auf Papier geklebt und die dann auf die Wand drauf gepinnt. Und so hat es so ein bisschen diesen White-Rahmen-Effekt von Instagram bestimmt, ne? Und hier sind alle kinds of möglichen Fotos. Einmal von meinem Cyrus-Konzert, dann 2013, glaube ich, im Italien-Urlaub, dann bei meinem 14. Geburtstag, dann mit meinem Freund, mit Freunden und ganz viele Sommerfotos. Ich will den Sommer zurück. Wer will den Sommer auch zurück? Jeder. Und das hier ist eine Lichterkette. Das kennt ihr bestimmt alle. Und ich bin gerade voll in der Weihnachtsphase auch. Ich will zwar den Sommer, aber wir sind jetzt leider im Winter. Jetzt möchte ich Schnee und Schneemänner bauen und Weihnachten und Weihnachtsgeschenke und heißen Kakao trinken und all das Zeug. Und deswegen fange ich auch langsam an, mein Zimmer ein bisschen weihnachtlicher zu dekorieren. Ich habe noch nicht wirklich das angefangen, aber ich habe es mir vorgenommen. Die meisten von euch kennen bestimmt nur die andere Seite von meinem Zimmer, da wo man nämlich mein Bett sieht und den Hintergrund. Und das hier ist eigentlich vor dem Bett. Da ist eine Fensterbank und da habe ich nochmal Fotos drauf. Und meine Bücher. Einmal Waiting for You. Und so ein anderes Buch, Auge im Auge und Shades of Grey. Und hier sind nochmal Kerzen, die schon fast ausgebrannt sind. Und hier sind nochmal ein paar Fotos, die ich auch nochmal erweitern möchte. Und jetzt kommen wir zu meinem Kleiderschrank. Da kann man praktisch so um die Ecke gehen. Glaubt mir, ihr wollt nicht meinen Schrank sehen, weil erstens, da sind noch so viele Sommerklamotten drin, die einfach aussortiert werden müssen, aber ich habe nie Zeit dazu. Zweitens, seht ihr dann, dass ich zu wenig Klamotten habe, wenn ich es dann aussortiert habe. Und drittens werdet ihr denken so, wie kann sie ihren Schrank so behandeln? Und da ich nicht will, dass ihr das denkt und nicht seht, deswegen sage ich euch einfach, was da drin ist. Und hier oben sind Pullis und Sweatshirts, die ich zum Gammeln anziehe. Hier sind Socken, Unterwäsche, Bikinis. Hier sind Tops. Da unten sind meine Sportklamotten. Dann kann man den eigentlich so aufschieben. Hier sind meine Hosen. Da oben sind meine Tüten. Also wenn ihr shoppen geht und so. Und hier unten sind meine Taschen. Und auf dieser Seite sind meine Kleider oder Jeansjacken oder Lederjacken. Und oben sind meine hohen Schuhe. Und unten ist nichts. Das hier ist so eine Art misshandelte Fotowand. Wie man sieht, ich habe mir nicht ganz so viel Mühe gegeben. Okay, komm, bleib da. Oder bleib auch nicht da. Und da ist mein Wäschekorb. Und hier ist mein Spiegel. Der ist auch von Ikea. Also Leute, ich glaube, jedes Mädchen hat irgendwas von Ikea in seinem Zimmer. So Leute, wir sind jetzt am Ende von meiner Roomtour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr findet mein Zimmer toll. Ja, es kommt ein bisschen komisch rüber. Wenn ihr natürlich wieder Fragen habt, ich habe Instagram, Snapchat, AskFM und Facebook für Leute, die mich auf Facebook haben. Weil ich habe noch keine Facebook-Page gemacht, das finde ich noch ein bisschen zu früh.
Aber ihr könnt mir natürlich auch Kommentare da lassen unter dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss!